Im Straßenverkehr sieht man immer noch oft, wie Leute mit dem Blaumann, mit dem Anzug, einfach mit Arbeitsklamotten auf dem Zweirad zur Arbeit fahren. Wir wissen alle, dass das keine gute Idee ist und das haben wir uns zum Anlass genommen, euch heute mal zu zeigen, was mit den Klamotten passiert, wenn sie wirklich in Kontakt mit der Straße kommen. So, auf zur Arbeit! Wenn ich da jetzt keine Sicherheitsklamotten drunter gehabt hätte, hätte das für mich echt übel enden können. Okay, weiter geht's mit Test Nummer 2. Wie man auch hier sieht, in Straßenklamotten auch keine gute Idee. Test Nummer 3, der Anzug. So, wie man sieht, den Anzug hat es wohl am allerschlimmsten erwischt. Das wäre unschön geendet. Und ich mache mich erstmal frisch und dann sehen wir uns wieder. So, Tag geschafft für heute, wie man sieht. Ich bin unversehrt, nur ein bisschen nass, deswegen diesmal das Mikro in der Hand. Weshalb es mir gut geht, ist ganz einfach, das sind die Protektoren und die Motorradklamotten, die ich drunter hatte, weil die Klamotten haben nicht gehalten, das habt ihr gesehen. Gerade an den Kontaktstellen, wo ich mein das Gewicht aufgelegen habe, Ellbogen, Knie, die Klamotten total zerstört, der Anzug sowieso total zerstört. Bei einem Sturz ist es noch heftiger, weil man prallt wirklich auf, man hat richtig großen Druck auf die Stellen, wo man aufprallt, dadurch reißt die Kleidung noch schneller und ist noch gefährlicher. Deswegen nicht mit Arbeitsklamotten zur Arbeit fahren, sondern nehmt euch die Zeit, zieht euch Motorradklamotten an. Und ihr kommt sicherer zur Arbeit. Dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Test. Ciao.